Oh, da bin ich schon wieder. Ja. Es gab nicht mitbekommen. Nee. Ja, es ist immer noch. Ne? So ist alles zusammen, nur wegen Sasa. Also es gab technische Schwierigkeiten, weswegen ich jetzt auch unter meinem PC, ja, also an meinem PC wieder ranrutschen musste, runterrobben, unter meinem Schreibtisch kriechen, alles wieder umstecken. Und zwar hat ja irgendjemand intelligenterweise den Stecker rausgezogen. Wer lassen wir jetzt einfach im Raum stehen? Ist ja scheißegal. Ich habe den da reingesteckt. Ich knirsche. Nein, ich knirsche nicht. Das kommt euch nur so vor. Das ist Jamal, der knirscht mit den Knochen. Auf jeden Fall den Stecker wieder reingesteckt. Und ja, da ich ja vorne am Frontanschluss so einen kleinen Wackler habe, habe ich den an dem ja, an dem Stecker mal ein bisschen gewackelt. Und so zerbröselt der Keks. Kann man es nennen, ja? Ja, also wir haben jetzt aus einem Stecker zwei gemacht. Mehr oder weniger. Zwei Teile zumindest. Nichts davon funktioniert. Und nichts davon funktioniert. Das heißt, ihr müsst jetzt wieder mit mir auskommen. Für nächste Woche müssen wir dann eine neue Stecke besorgen, leider Gottes. Ja, natürlich ist jetzt mein Headset wieder zu laut, warum auch immer. Ich stelle das jetzt wieder runter. So, jetzt müsstet ihr mich wieder in einer vernünftigen Lautstärke haben. Ja. Es ist ja auch nur noch für die letzte halbe, dreiviertel Stunde circa, aber dann läuft das Ganze wieder. Wir könnten das Ganze jetzt über Skype machen, aber das möchte ich nicht machen, weil das frisst Bandbreite und das wäre, glaube ich, ihm gerade nicht ganz so prickelnd. Ne, passt schon so. Sascha sagt, das passt schon so. Juhu, ich habe meinen Hubschrauber im Übrigen wieder. So. Licht wieder aus. Ja, da macht man sich eine Zigarette an und dann wird ihm direkt hier mal der Anschluss so gezeigt, so. Hey, raus. Glaubst du nicht, dass sie schon tot ist? Nicht bevor sie ihr die Daumenschrauben anlegen. Du musst zu der Anlage, in der sie Tan festhalten. Stifte dort ein möglichst großes Chaos. Das müsste sie raustreiben. Denk dran, dein PDE zu checken, wenn du mal nicht weiter weißt. So. Jetzt können wir auch wieder schnackeln. Ich hoffe, das haut jetzt alles wieder hin. Es ist ja Technik begeistert. Und sie begeistert immer mehr. Der Hammer. Naja, man kann nicht alles haben. Leider. Jetzt bin ich zu leise. Könnt ihr euch mal entscheiden? Gott, Sakramente. Dann bin ich lieber zu laut. Habt ein leichtes Knirschen jetzt mit dabei. Ja, die Feinheiten, die während des Livestreams einstellen, ist scheiße. Deswegen müssen wir das jetzt einfach so nehmen, wie es ist. Ja, ich habe okay geklickt, by the way. Ich hoffe, er hat es jetzt angenommen. So, bin ich jetzt halt eben ein bisschen zu laut, dann müsst ihr mich leiser machen. Was schreibst du schon wieder da? Oh Gott. Nein, die haben mich schon gesehen. Warum? Nicht gut. Lieber im Tiefflug. Auf 15 geht nicht, geht nur auf 10 oder 20. Ja, so viel Schaden wie möglich anrichten. Erstmal die Leertaste drücken. Ah, das war Schaden ohne Ende. Geile Axt, ey. Ich sterb gleich. Oh, warum, ey? Warum? Entführungsstation. Was ist das hier für eine Basis, bitte? Oh, man, das ist jetzt cool, wenn man hier so Splinter Cell-mäßig. Ey, sag mal, warum hast du mich gesehen? Ich hänge 5 Meter über dir. Oh, sonst geht's nur, oder was? Geh weg. Mann, 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 Mann. So. Leichen beseitigen.
immer explodiert alles hinter mir. Fette Geschütze? Klaue ich den. Hab ich doch kein Problem mit. Hab ich doch keinen Vertrag mit. Ah, ist fettes Geschütz und so? Geh mal her. Oh, ja. Noch mehr Fässer, die explodieren können. Ja, könnten jetzt mir mal alle Fässer bitte explodieren. Danke, dass ich das endlich abgebaut habe. So, jetzt sollte ich das hier doch eigentlich... Ist klar, wieder von rechts, von links, von oben, von unten, Technik geht kaputt. Das ist ein super Livestream mal wieder. Das stimmt, wenigstens Action, jo. Ich finde das voll doof, dass man mich nicht mehr rankommt von dem Krieg. So viel Schaden wie möglich. Ich weiß, womit ich so viel Schaden wie möglich anrichten kann. Da gibt es ein Fahrzeug. Es nennt sich Tuk Tuk Boom Boom. Wie ging das Lied weiter? Keine Ahnung. Soll ich buchstaben? Wohl. Du bist auch in dem Zeitalter aufgewachsen. Tuk Tuk Boom Boom. And I got Doom. Ist vom Venga Boys. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja, WTF, genau. Baut doch einfach da mal so was im Weg. Oh, das ist der erste Sendemast kaputt. Oh, das ist der zweite. Zweite Sendemast kaputt. So, geht doch. Mir fehlt immer noch irgendwie so eine Anzeige von Lebensenergie von dem Fahrzeug. Ich finde das irgendwie ein bisschen doof. Könntest du mal beiseite gehen? Ich fahre hier gerade mit meinem Tuk-Tuk-Bum-Bum rum. Hm. Ja, genau. Schieß mir mein Tuk-Tuk-Bum-Bum unterm Arsch kaputt. Geile Aktion. Da. Wie zerstöre ich jetzt diese... Hä? Sternchen nichts bei Stern... Ach, da. Aha, das ist also eine Entführungsstation. Habe ich die angekratzt? Ich glaube nicht. Wie soll ich die zerstören? Lass die nicht entkommen. WTF? Ach, Entlüftungsstation. Ja, geht auch. Warum auch nicht? Für jeden ist das was anderes. Die Frage ist aber jetzt immer noch, wie zum Teufel kann ich die zerstören? Geht doch gar nicht. Hm. Einfach nur mal eine Granate dazwischen. Ah, Granate genau dazwischen schmeißt, dann geht das. Wunderbar. Mal, wo kommst du jetzt her? Wo hast du dich verbuddelt gehabt? Dass ich dich vorher nicht gesehen hatte. Ist doch nicht wahr, ey. Geh weg hier, hier ist gleich schlechte Luft. Ja, und schon wieder ballern sie von allen Seiten auf mir. Ja, natürlich. Ja, wunderbar. Ist ja noch mehr, wo ich fällen kann. Nein. Wo ich zerstören kann. Klar. Die Granaten mal aufleveln, ja, das ist eine gute Idee. Können wir auch gleich mal machen. Ich meine, wir haben jetzt schon so viele Kisten gesammelt. Wir haben ja, glaube ich, schon 3 oder 4 Gebiete jetzt auf 100% oder knapp 100%. Ne, 3 haben wir auf 100% und mehrere auf fast 100%. Oh, ne. Muss ich wieder Matrix-Style machen. Ja, genau so. Matrix sind hier doch nicht so gestorben. Da hat echt noch einer gesagt, du fällst nicht. Oh Gott. Okay, da wären wir.
Warum bin ich hier eigentlich jetzt nicht mehr mit meinem Hubschrauber? Was soll denn der Mist? Okay, also da stehen ganz normale. Da hinten ist auf jeden Fall einer mit einem Granat. Ne? Werfer. Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Name. Raketenwerfer, genau. Danke. Dass es mir selbst eingefallen ist. Was hat er hier hinten zu bieten? Wahrscheinlich auch irgendwas, was er mir in die Fresse knallen kann. Weil, warum auch nicht? Hat man ja mal nebenbei hier rumlaufen mit. Oder ist das erst dann, wenn ich das erste... Ja, okay, hier haben wir die Snipers. Sneepers. So, ist hier noch einer? Nein, eben gerade nicht. Schnell zwei Granaten rein und tschüss. So, Nummer 1 weg. Schnell weg von der Sneepers. Naja, ins Arschloch. Genau, ihr habt schon genau gehört, wie der hier. Was soll denn der Mist? So, da hinten ist die nächste. Oh, die ist ganz da oben. Das erinnert mich eben gerade an meinem, an meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Thale. Da haben wir nämlich auch so eine riesengroße Seilbahn. Einmal bis hoch auf nächsten Tanzplatz. No. Da stellt man sich normalerweise nicht oben drauf, aber hey, wer kann, der kann. Die andere ist nicht kaputt, schreiben alle. Die ist hoch kaputt. Es hat bum bum gemacht. Ich meine, wenn so, keine Ahnung, 20 oder so schreiben, ist nicht kaputt. Ja, ich nehme jetzt erstmal die am weitesten entfernt ist. Danach kann ich ja nochmal zurückgehen. Nur ein bisschen Seilbahn-Action. Ist viel cooler. Wo liegt das? Im Harz. In der Osten. Guck auf die Anzeige. 0 von 4. Das ist eine Lüge. Ach so. Habe ich so eingearbeitet, dass da 0 von 4 steht. Die Anzeige 0 von 4. Aber diese Seilbahn, die hätten sie auch ruhig etwas schneller machen können. Nicht? Wofür dann? Depot. Ah. Kannst du runterballern. Was anderes habt ihr noch nie gemacht. Tja, kannst du mal sehen. Das ist auch möglich, damit zu machen. Ja, so kriegt man den Livestream auch rum. Arsch. Wie spannend doch so eine Seilbahnfahrt sein kann, ja. So spannend, dass ich mir erstmal eine Zigarette machen kann. Und das jetzt dann doch anders regle. Irgendwie. Hange ich mich lieber hier am Berg hoch. Wow. Hast du das gesehen? Das war doch mal Skill. Stimmt gar nicht. Der letzte Teil war nicht mit runterfallen. Ich hab's ja noch gerettet. Du hast mich Alter, was macht der mit dem Knochen? Denk mal, die Leute hören das die ganze Zeit auch schon. Wundern sich. Okay, ich soll sagen, dass Sascha gerade so ein bisschen angefressen wird von Jamal und dass es nicht ganz so gut geht, aber das ist alles in Ordnung. Das macht er gerne für euch. Alles für den Livestream. Alles für den Dackel, alles für den Hund. So in etwa. Als wieder gut mal für die zerstörte Technik, das stimmt. Ah, schön. Der war gut. Ja, wie komme ich jetzt hier rein? Mein Gott, ey, warum ist denn hier kein Eingang? Wir hatten hier den Eingang weggebaut. Ja, ja, ballert ihr ruhig auf mich, ist mir egal. Da, Eingang. Ja, ja, schmeißt mir ruhig Granaten hinterher, ist kein Ding. Fall doch mal um. Ey, du hast ein ganzes Magazin in die Birne gekriegt und du stehst immer noch, ne? So, könnte ich mich mal bitte kurz regenerieren? Das wäre sehr nett, danke.
WTF. 1 von 4 mit 4 Granaten, obwohl ich nur 3 schmeißen wollte. Na egal. Auch übertrieben kann man das erledigen. Komm. Oh, 2 Rüstungsteile fehlen noch. Ja, das Spiel muss so sehr weitergehen, dass ich mich direkt mal absnipern lasse. Kopftisch? Die ganze Zeit! Nichts! Ich bin auch rumgeflogen, rumgeflitzt. Von jetzt auf gleich. Hey! Ich bin ein Sniper! Ja. Ich muss mal arbeiten! Kaffeepause vorbei! Ding! Hätten Sie noch nicht mal Zielfernrohr gebraucht? Okay, da wären wir! Du musst dir so viel Schaden wie möglich anrichten! Mach ihn richtig ja. Druck! Kann nicht sein, ey. Es kann einfach nicht sein. Wir haben fette Geschütze, Rico. Also aufpassen. Nein, nein, mach ich schon. So. Ich arbeite an dem 0 von 4 Fortschritt. Ich warte nur gerade immer, bis alles explodiert, explodieren ist und fertig explodiert hat. Schnapp mir jetzt ganz cool und ganz schnell. Boah, könntest du das auch ruhig mal schneller nehmen. Ja, das Geschütz. Kann ich hier auch irgendwo runter? Und mit dem Geschütz in der Hand kann ich natürlich nicht springen. Oh geil, wie ist denn der mit dem Geschütz hier hochgekommen? Ja, mit dem Kran, genau. Geh erstmal weg hier. So, jetzt können wir nicht mehr orten. Ja, aber jetzt wurde die Kommunikation erstmal gestört. Ist mir egal, ob das alles dann schaffen könnte oder nicht. Ich mach doch eben gerade schon Chaos ohne Ende. Guck mal, ich nehme sogar den jetzt. Die kommt wie gerufen. Krieg ich den nicht irgendwie da runtergeglitscht oder so? Ist mir egal. Nimm mich doch Bug-User. Ja, ich krieg das hin, ich krieg das hin. So. Komm, nimm's in die Hand. Ha. Hör auf mich zu schießen. Und diese einfache Radarstation, das war der Knackpunkt. Genau deswegen habe ich immer gefehlt. Die waren viel zu gut abgesprochen. Können sie nur noch rumrennen wie die aufgeschreckten Hühner und wissen nicht, was abgeht. Und von da hinten auf mich ballern. Genau, durch Bäume siehst du mich. Ja, natürlich. Durch Bäume. Ist kein Ding. Sehe ich mir auch immer. So, mal schauen, wie viel Schaden jetzt hier der MG daran macht. Ach, man muss einfach nur auf die richtige Stelle schießen. Ja, das sagt natürlich alles. Muss man einen auch vorher erklären. Ja, ich sehe die auch. Ich habe das dicke Geschütz in der Hand. Und no. ETF, was explodiert denn hier noch alles? War da nicht einer gerade oben auf dem Dach drauf? Nein, es sah nur so aus. Das war der Stern. Okay. So. Das war Nummer 1. Der Weg könnte jetzt etwas länger sein. Ich gebe mein MG nicht mehr aus der Hand. Ja, wie gesagt, ja, aber so bin ich zumindest auf der sicheren Seite, dass ich das hier eventuell auch packe. Ach, guck mal. Hier, werden mich direkt verfolgt. Stell mal vor, ihr hättet die MG nie in der Hand gehabt. Dann wärst du schon lange über die Berge gewesen. Stimmt gar nicht. Alles Lüge. Wandern ist des Müllers Lust, des Wandern ist des Müllers Lust.
Ja, natürlich. Ein Stein ist im Weg. Buschaleut zickzack laufen, damit mich keine Steine erwischen. Nein, springt mich nicht an. Ihr bösen Steine. Lass mich in Ruhe. Ah! Ey, wo sind wir hier gelandet? Was ist das für eine Fabrik, bitteschön? Ha! Satellitenschüssel. Direkt mal wieder Kommunikationsstern hier. Wir dürfen nicht untereinander reden. Oh, komme ich denn auch irgendwie zu der... Ja, komme ich gut. Durch die Steinfelder. Ist wie ein Minenfeld, nur anders. Gibt's eigentlich Minenfelder in dem Spiel? Wenn ja, ich finde sie. Aber nicht im positiven Sinne. Denk nicht mal dran. Geh mit deinem roten Pfeil weg, ey. Nö. Schade. Wäre cool. Wäre auch ein cooles Gimmick gewesen. Na komm, versteckst du dich etwa? Keine Chance. Finde ich trotzdem. Ach, da drauf schießen bringt nicht so viel. Dann schießen wir da drauf. Oh, die halten aber gut was aus. Ey, überall an jeder Ecke stehen sie wieder. So. Der nächste ist wie weit entfernt? 300 Meter. Ja, da können wir auch noch zu Fuß laufen. Ist ein gutes Training. Ist wie Gassi gehen. Nur anders. Ich gehe mit meiner MG Gassi. Ah, schön. Nee, für da oben brauche ich Bewegung. Für die dritte Station brauche ich Bewegung. Weil da ist nämlich der Typ mit dem Raketenwerfer. So, schnell mal das Geld sammeln. Schnell weg hier. Jo, jetzt wird's. Jetzt kommt der lustige Part. Drei Schuss braucht der. Okay. Ja, ich weiß, dass hier einer mit dem Raketenwerfer ist. Deswegen habe ich auch schon meinen Sniper ausgepackt. WTF! Gut, dass ich mich noch beiseite bewegt habe. Gut, ich weiß, wo er ist. Lass es bleiben. Meine Fresse, ne. So was von nervig. Ist hier noch einer mit dem Raketenwerfer? Na, hier oben drauf zumindest schon mal nicht. Das ist gut. Links, links, links. Was ist links? Da ist nichts. Selbst wenn, das ist eben gerade uninteressant. Ich will jetzt hier die nächste Station zerstören. Dann gibt es nämlich wieder die schöne Fahrt da hoch. Da geht's lang. Jo. Der richtigen Stelle wieder hinstellen. Die richtige Waffe vor allem auswählen. Eins. Zwei. Fall doch da einfach dazwischen. Danke. Oh, eine noch. So, gehen wir auf eure Wünsche ein. Ich hole mir den Raketenwerfer. Ist ja gut, ich hab's ja verstanden. Ihr wollt, dass ich den Raketenwerfer nehme. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Yay, und der Raketenwerfer liegt hier nicht mehr. Toll. Drogenabwurf. Brauche Drogen, jeden Tag. Brauche Drogen, so viel ich mag. Ist ja nicht, fängt an auf Zeit zu werden. Das finde ich leicht uncool. Aber wir haben es fast geschafft. Wir müssen nur noch eine erledigen. Und das kriegen wir hin. Bevor die mit der verschwinden. Weil wenn sie mit der verschwinden, habe ich keine Chance. Ich habe keinen Heli mehr.
So, Raketenwerfer. Aber den benutze ich erstmal nicht, den benutze ich gleich für die Entlüftungsanlage. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich den jetzt hier benutzen würde, ich würde mich selber mit in die Luft jagen. Das würde nichts bringen. Stirb! Stirb! Los, fallt um! Danke! Noch ein bisschen weg. Und? Mission abgeschlossen? Kontrollpunkt, oh Gott. Angst. Ja, nu? Welche Tür ist offen? Wo ist die Tür offen? Am Rande der Klippe? Ja, natürlich, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurück. Oh, genial. Ja, hier scheinen sie mich im Grunde nicht zu erwischen. Oh, das dauert mir zu lange. So, hier unten am Boden kann ich mich zu lang zumindest ranziehen, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Upsala. Krieg ich auch noch einen Schluck auf. Ein Treibstofflager, ein fettes. Da gibt es doch nur eine Sache, die ich erledige, die ich machen kann. Eins. Zwei. Nummer drei. Und. Natürlich, ein Millimeter darüber. Hä? Nicht ex. WTF? Das unsterbliche Treibstofflager. Ich glaube, der Raketenwerfer ist jetzt auch leer. Ja, der Eingang? Ja, 42. Was, 42? Hä? Nix. Was ist denn mit 42? Sinn des Lebens, weiß ich doch. Sternchen nix bei, wo ist hier der dumme Eingang? Ich hatte ja offen. Ja, Eingang soll offen sein, aber irgendwie auch nicht. Hinten unten auf der anderen Seite. Ja, geil. Ach stimmt, an den Klippen. Naja. Zuhören und so, ne? So. Hier? Nein. Noch weiter auf der anderen Seite. Hier irgendwo. Nein, leer! Alles wieder mal leer geschossen. Nee, damit stehe ich ganz bestimmt nicht drauf. Na, das war mal stylisch. Ach, da ist der Eingang. Hui! Bis hierher und nicht weiter. Sprechen Sie ein letztes Gebet und sterben Sie durch die Hand. Kugel. Oh ne. Oh ne. Hiya! Ich hasse Ninjas. Ja, natürlich! Ja, natürlich, hier Nunu-Kräfte und, ne, nicht Nunu-Kräfte, sondern Kali-Kräfte und so, wa? Einfach unsichtbar machen und so ein Scheiß. Moment, da gibt's doch 100% eine Taktik für. So, wo bist du? Da bist du. Ja, natürlich, ich kann ihn noch nicht mehr fangen. Ne, ist nicht möglich. Tja, machen wir es halt eben so. Das ist auch die althergebrachte Art und Weise. Oh,
Oh ja, hin und her und hin und her. Kannst du mal stehen bleiben, bitte? Danke. Ja, du bist doch gleich... Ja, Gott, mach mal voll um. So, letzter Ninja. Habe ich jetzt eigentlich mehr von erwartet, aber naja. So proper waren die jetzt auch nicht. Pfumm. Jinga, sie ist nicht hier. Ach, nee. Sie sind nie da. Ninjas. Da kommen die auf Ninjas. Wie, ihr müsst die tragen. Könnt ihr nicht einfach Pum machen? Oh, Verfolgungsjagd. Ja. Ah. Ist das denn? Was für eine geile Idee! So ein bisschen von Akte X geklaut, aber trotz alledem einfach nur Hammer. So, Autokapern, wo ist das denn? Irgendwo unter mir. Hä? Oh ja, fahren die wieder irgendwo anders rum, wa? Ach, da unten, wo es blinkt. Ja, ballert doch auf mich. Da unten. Ey, wie soll ich das denn kapern? Da komme ich doch nie schnell genug hin. Ja, so erst recht nicht. Wie willst du uns denn beide abholen? Lass mich ja erstmal kapern. Damit wir euch mal eben ganz schnell gemeinsam einsammeln können. Hä? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Ja, mein Fallschirm ist irgendwie noch offen, aber irgendwie auch nicht. Ja, portet euch ja jetzt mal weg. Hä? Geht nicht, ne? Oh ja, du kriegst doch Schüsse. Wohin muss ich denn jetzt wieder ballern, damit du umfällst? Oh, witzlos. Witzlos. Mach was anders. So. Pfff. 4, 3, 2, 1. Meins. Ganzes Magazin drauf verballert. Lädt und lädt und lädt. Ah! Hey, falls ihr bald nicht kugelsicher seid, solltet ihr schleunigst abbauen. Normalerweise hüpfst du rum ohne Probleme. Jetzt hat er Probleme hochzuklettern an dem Auto. Alleine Idee, dass das U-Boot dann auch noch schießt mit Raketen. Ich finde, das ist der Hammer. Danke, dass ihr gekommen seid, Jungs. Na ja. Ihr habt mir den Arsch gerettet. Kein Ding, dafür gibt's direkt erstmal ein Wildschwein. Jetzt wissen wir, wer in diesem Syndikatstheater die Fäden zieht. Stimmt. Im Moment gibt es 3 Puppenspieler, die in Panau die Strippen ziehen wollen. Alle Daten sind auf deinem PDA, Rico. Jade erklärt dir alles Weitere. Schön, das zu hören. Ja. Zuerst hätten wir da Alexander Mirkov, ehemaliger sowjetischer Agent. Er ist ein Killer mit Verbindung zu sämtlichen Kriminellen im neuen Russland. Ob er für Moskau oder auf eigene Rechnung arbeitet, tja, das ist die große Preisfrage. Oh. Fest steht nur, dass er eng mit den Roaches zusammenarbeitet. Weil beide auf chinesische Anzüge und fette Klunker stehen? Nummer 2 ist ein chinesischer Sadist. Zhang San, ehemaliger Chef des militärischen Geheimdienstes. Das moderne China hält Kerle wie Zhang gerne unter Verschluss, aber verfügbar. Seinen maoistischen Revolutionsparolen stoßen vor allem bei den Reapers auf offene Ohren. Das Gefährlichste ist ein durchgeknallter Ideologe. Ein Kommunist mit Unterweltkontakten.
Aber ich gehe davon aus, dass das Beste noch kommt. Natürlich, das Beste Richtig. Kommt immer zum Schluss. Dieser Ex-General ist alles andere als ein Heiliger. Sein Name ist Masao Washio. Er wurde aus der japanischen Armee entlassen, weil er seine eigenen Männer gefoltert hatte. Sein Motto lautet angeblich, Schmerzen sind gut, aber der Tod ist besser. Er wird von einigen neokonservativen Industriellen unterstützt und arbeitet mit den Ula-Boys zusammen. Und die sind von diesem Irren ziemlich beeindruckt. Mann, das sind ja alles totale Psychopathen. Kann man wohl sagen. Aber was hat eine kleine Insel wie Panao ihnen zu bieten? Sie wollen Baby Pane stürzen und an seiner Stelle eine Marionette installieren. Warum? Wissen wir nicht. Jedenfalls muss es um ziemlich viel gehen. Das sind schließlich keine kleinen Fische. Stimmt. Und weißt du was, Rico? Du wirst die Kerle aus ihrem Versteck locken. Aber verwende zum Ausräuchern keine Grillkohle. Will jemand ein Steak? Ja, natürlich, ey. Wie dumm die Sprüche sind. Die sind so platt. Du guckst sie im Nachhinein nochmal. Und? Was machen sie jetzt? Meine Spezialität. Ich sorge für ein bisschen Verwirrung und treib die bösen Jungs aus ihrem kleinen Versteck. Aber riskieren Sie bitte nicht wieder Kopf und Kragen. Ich werde tun, was ich kann. Vielleicht können Sie mir ein paar Tipps geben. Vorsicht, Mister. Nein, das Wildschwein. Geh nicht. Scheiß auf die Frau. Ich will das Wildschwein haben. Wow. Bergrettung erfolgreich abgeschlossen. So, dann holen wir uns jetzt nochmal unseren jungen Typen. Ausrüstung verbessern. Da wäre unter anderem einmal die Pistole, die auf jeden Fall mal ein Upgrade benötigt, weil wir sie ja doch öfter benutzen. Die Splittergranaten, die ein Upgrade benötigen, aber wir nicht mehr genug Waffenteile haben. Haben wir es nur so wenig gesammelt? Ja, Fahrzeugteile habe ich natürlich 32. Ja. Gut. Damit können wir dann. Oh ja, das. Dann machen wir erstmal meine beiden Lieblingsboote hier so ein bisschen hoch. Tuk, tuk, bum, bum. Ist schon Stufe 6 automatisch. Du brauchst 10 Teile. Ja, nehmen wir dich noch. Kriegst auch noch ein Upgrade. Wunderbar. Exfiltration? Nein. Wir haben hier hinten bestimmt noch was zu tun. Um rauszufinden, wo sich die großen Fische verstecken, muss ich weiter für die Banden arbeiten. Ja, und um das rauszufinden, müssen wir erstmal noch ein bisschen an der Laterne leben. Ich finde den Spot gerade perfekt, deswegen, ja, Leute, es war mal wieder ein aufregender, genialer, chaotischer, chaosbehafteter, wunderschöner Abend. Feedback wie immer im Forum, der Link wird gleich gepostet. Ich glaube, der liebe Joshua braucht eventuell noch ein bisschen Hilfe wegen dem Einjahresprojekt, was er macht, und ein Klick auf die Werbung kann auch nicht schaden. Ich überarbeite derzeit die Homepage, dafür wird es demnächst auch wieder News geben, wenn die dann fertig ist komplett. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bewerten, kommentieren, abonnieren, bla bla bla, diese dummen Sprüche, die kennen wir ja alle. Macht einfach das, was ihr wollt, und ich bin gespannt auf das Feedback, was kommt. In der Videobeschreibung wird auch wieder der Link zu Casey Elfiere sein, der zumindest die erste Dreiviertel des Streams dabei. Er freut sich gerade. Und unser ruhmreicher Führer hat den kommenden Dienstag zum Tag der Exekution erklärt. Allen Kombattanten, Widerständlern, Terroristen, Schwarzhändlern und Unruhestiftern in unseren behaglichen Gefängnissen bleibt somit ein langer und anstrengender Prozess erspart, da sie stattdessen standrechtlich erschossen werden. Wir berichten natürlich live von diesem einzigartigen Freudentag. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja, genießen Sie Ihren Aufenthalt, aber jetzt nicht mehr bei mir, sondern ihr könnt weitergehen auf www.freemibo.de. Der macht jetzt auch Livestream, soweit wie ich das mitbekommen habe, Minecraft und Zelda im Mix. Ja, das heißt, weiß ich nicht, wie er das sich vorstellt, aber bei ihm geht's weiter. Ich verabschiede mich. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung und dann geht's weiter bei Freemibo. So wie es auch bei einigen TV-Sendern ist. Ja, bis dann, Leute.
Ciao, ciao. Tschö. Man muss ja auch noch Tschüss sagen, ne?